Mein Name ist Hans-Joachim Schreiber. Ich wohne in Dranske, bin 61 Jahre und betreibe jetzt hier seit 22 Jahren Fischhorcherei in Kuhle. Am 27. September 1970 sind wir mit 3 Mann über die Ostsee gerudert, hatten uns nachmittags schon getroffen und sind dann abends um 9:30 losmarschiert. Man muss schon den richtigen Zeitpunkt muss man schon da abpassen. Es war windstill, wir hatten nachmittags Wetterbericht gehört, abends nochmal Wetterbericht gehört. Und dann waren gerade die Heringssaison, also waren viele Netze in der Ostsee, die konnten nicht so viel fahren, die Grenzkontrollboote. Und dann sind wir hatten ein paar Stullen mit einem Wasser und hatten nächstes, also die Nacht einen Durst gehabt, haben Ostseewasser getrunken und dann war schon ganz schön hart, sag ich mal. Wir sind 16 Stunden gerudert, es war, ich sag mal, so ab 1, 2 Uhr sehr viel Wind aufgekommen, dass das Wasser über das Boot immer spritzte und einer hinten immer mit dem Pütz Wasser schöpfen musste. Wir sind am nächsten Tag um 2:30 in Dänemark angekommen, die Insel Møn. Sind da in der Stadt ein bisschen umhergewandert und abends sind wir zur Polizei gegangen. Die haben uns ein Quartier gegeben für 2 Tage und dann sind wir nach der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen worden. Ja, und dann waren wir ein halbes Jahr in Hamburg. Der eine, der ist schon nach einem Vierteljahr wieder zurückgekommen. Und mit dem zweiten bin ich ein halbes Jahr drüben gewesen und dann wieder zurückgekommen. Klar, das Boot hätte kentern können, du kannst ertrinken oder du wirst aufgenommen von deutschen Frachter oder irgendwas. Du wirst ja auch nicht mehr wieder runtergekommen, da die hätten dich auch eingesperrt. Das ist ja schon ein bisschen, ja, war riskant, das ist Fakt.